Schauen wir uns also gemeinsam die notwendigen Vorarbeiten an, damit wir einen Webservice mit JaxRS entwickeln können. Zunächst nochmal der Vollständigkeit halber die Installation von Java 8. Als Java-Entwickler haben Sie das wahrscheinlich schon hinter sich gebracht. An der Stelle noch die Bemerkung, Java 9 ist definitiv noch unreif für diesen Zweck. Ich habe einige technische Probleme hinter mir, bis ich es am Schluss aufgegeben habe, es jetzt schon mit Java 9 zu versuchen, das Ganze zu entwickeln. Das fängt schon damit an, dass die Eclipse IDE noch nicht rund mit Java 9 läuft. Das bringt uns auch gleich zum nächsten Punkt. Sie sollten eine IDE installieren, die für Webservice-Entwicklung geeignet ist. Wir nutzen Eclipse IDE für Java EE-Entwickler. Dann genügt es, wenn Sie Eclipse nutzen, das Ganze einfach zu entpacken, weil Sie eine ZIP-Datei bekommen. Um an die Version für Java EE-Entwickler heranzukommen, sollten Sie dieses Unterverzeichnis Eclipse Packages nutzen auf der Eclipse-Webseite beim Download. Ansonsten möchte er Sie mit der einfachen Version abspeisen und da könnte es sein, dass Sie noch Plugins nachinstallieren müssten. Der dritte Schritt ist dann die Installation, sprich ein Entpacken eines Application-Servers. Wir nutzen Apache Tomcat in der aktuellen Version 8.5. Da laden Sie dann auch einfach die entsprechende ZIP-Datei herunter für Ihr Betriebssystem und müssen den dann in Eclipse noch einbetten über die View Servers New Server. Ich werde Ihnen das am Eclipse-Beispiel jetzt zeigen. Wir haben also hier ein Eclipse mit einem brandneuen Workspace und wir binden jetzt hier über New und dann entsprechend Other Server Server entsprechend einen Server ein. Wir müssen dann auf Apache Tomcat 8.5 wechseln. Wenn wir den runterladen, Sie sehen, für alle Tomcat-Versionen wird hier entsprechend was angeboten. Wir können das jetzt bestätigen und müssen jetzt nur hier das entsprechende Verzeichnis heraussuchen. Ich habe das Ganze einfach mal bei mir in die Downloads hineingelegt. Und da genügt es, das normale Apache-Verzeichnis anzuwählen. Darunter liegt eben dieses Bin-Verzeichnis, wo die eigentlichen Binärdateien drin liegen, die ausführbaren Dateien. Wir können das jetzt hier bestätigen und haben unseren Tomcat-Server eingebunden. In der View Servers sehen wir ihn hier auch bereits erscheinen. Ein Hinweis noch, wenn Sie den Tomcat nachher benutzen möchten, dann wird er ja auf einem externen Port lauschen müssen. Das heißt, Sie sollten in Ihrer Windows Firewall entweder das Ganze jetzt sofort als Ausnahmeregel einfügen oder typischerweise, wenn er gestartet wird, fragt Windows noch einmal nach. Bei Linux nutzen Sie da die Firewall Ihres Vertrauens und richten entsprechende Regeln ebenfalls ein. Damit hätten wir diesen Schritt bereits hinter uns gebracht, den Wizard New Server erfolgreich abgeschlossen. Und wenn wir jetzt einen Webservice entwickeln wollen, dann ist dafür in Eclipse die richtige Wahl ein Dynamic Web Project, das wir dann anlegen. Und da hinein müssen wir dann die JaxRS-Beispielimplementierung kopieren, damit wir Hilfsklassen haben, die wir gleich nutzen können. Also legen wir jetzt ein neues Projekt an. Dynamic Web Project bietet er uns hier schon an. Da vergeben wir jetzt einen entsprechenden Namen, beispielsweise REST Hello für ein einfaches Hallo Welt. Dann können wir hier einfach bestätigen. Und jetzt müssen wir die JaxRS Beispielimplementierung bereitlegen. Sie sehen das hier, auch die können wir einfach herunterladen bei GitHub. Dort laden Sie dieses JaxRS 2.1 Bundle herunter. Und der Einfachheit halber, damit Sie nicht suchen müssen, welche der Jars Sie alles hineinlegen, nehmen Sie einfach alle. Sie werden das sehen, das mache ich jetzt auch. Im Windows Explorer gehen wir auf die entsprechenden Unterverzeichnisse API, Ext und Lib. Und greifen daraus jetzt alles ab. Und das müssen wir schieben in den Ordner Web Content, Web Inf Lib.
Dann fügt uns Eclipse das Ganze automatisch ein in unseren Build Path. Wir werden jetzt hier immer jeweils Copy auswählen. Sie könnten auch versuchen, hier zu verlinken, aber dann können Sie den Workspace eventuell nicht mehr so einfach weitergeben, wenn Sie das mal wollen, oder sichern. Deswegen der Vorschlag hier, den Plattenplatz zu spendieren und Copy zu wählen. Das können Sie einfach per Drag and Drop rüberwerfen. So, dann haben wir in lib unsere Latte an Jars und unsere Vorarbeiten für das Projekt damit abgeschlossen.